Hallo, mein Name ist Robert Lotka, Garten- und Grünraumexperte bei Natur im Garten und ich melde mich heute von der Garten Tulln mit einem Tipp, wie man Zwiebelpflanzen vermehren kann. Ich habe da die Zwiebelpflanzen, die jetzt schon eingezogen sind. Man sieht nur noch die vertrockneten Halme und die ganze Kraft ist in den Zwiebeln. Die nehmen wir jetzt heraus. Ich lege sie mal wieder herauf. Ja, die Zwiebeln schauen wir uns einzeln an. Die guten hebe ich mir auf. Wenn was Schlechtes dabei ist oder abgestorben ist, kommt es extra hin. Die schlechteren Zwiebeln, die auch vielleicht angebissen sind, da sieht man so Fraßstellen, ganz vertrocknet, kommen weg. Und die guten Zwiebeln erkennt man, dass sie fest sind und gut durchwurzelt. Und auch kleine, die sich frisch gebildet haben, kann ich wieder neu verwenden. Und so kann ich die alle nach der Reihe durchsortieren und wiederverwenden. Ja, und jetzt kann ich das gleich wieder frisch einpflanzen, dass sie im nächsten Jahr schön blühen. Dann nehme ich mir die guten, kann den gleichen Platz nehmen oder einen anderen. Eine Schaufel gesiebten Kompost als Startdünger kommt unten hinein. Und dann setze ich sie in kleinen Gruppen hinein. Mein Tipp, wie tief man sie einsetzt, die Zwiebel sollte zweimal die Zwiebelhöhe mit Erde bedeckt werden. Das heißt, die sind da jetzt so 5-6 cm tief drinnen und werden dann wieder zugegraben. Und damit kann nächstes Jahr im Frühjahr die Narzisse wieder wunderbar gelb blühen. Genauso kann man auch mit geschenkten Zwiebelpflanzen im Topf verfahren. Wenn die schon vertrocknet sind, das Kraut oben, dann sortiere ich sie auch aus und kann sie wieder in den Garten setzen und nächstes Jahr werden sie schön blühen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen.